Wir sind von Surfshop Fehmarn, auch bekannt als Kite Coach. Mein Name ist Max und wir haben heute den Workshop bezüglich des Themas Self Rescue. Übersetzt heißt das letztendlich die Selbstrettung. Was ist das Wichtigste beim Kiten? Oberste Priorität hat immer noch Safety First. Und ja, unter der Prämisse sollten wir uns auch auf dem Wasser bewegen. Nur die wenigsten können das. Es gehört sehr viel Selbstvertrauen dazu, sehr viel Kühnheit, Ruhe, Geduld und natürlich auch Zuversicht. Deswegen werden wir das Ganze einmal thematisieren. Wann leite ich eine Self-Rescue ein, eine Selbstrettung? Selbstrettung ist immer ein probates Mittel. Für den Fall, es reißt meine Leine, der Kite invertiert. Der Wind lässt nach, habe ich das vorher nicht geprüft, gecheckt, wahrgenommen, dass der Wind einbricht. Plötzlich fliegt der Kite nicht mehr, kommt runter, ich bin mitten auf dem Wasser. Wie kann ich das Ganze von vornherein umgehen? Beim Spotcheck. Ich achte immer auf die Bedingungen. Habe ich irgendwo einen Notausstieg? Habe ich Schrägauflanding? Habe ich auflandigen Wind? Werde ich irgendwo wieder meine Küste gespült? Ja, und prinzipiell sage ich auch, ich fahre nur so weit raus, wie ich im Zweifelsfall schwimmen kann. Und darin liegt meistens schon der Kasus Knacktus, als hält sich keiner dran, ich auch nicht. Ja, die Physis wird mit den Jahren immer schlechter. Gut, also wie schütze ich mich davor, damit ich dann nicht die Schlagzeilen fülle, dass wieder ein Kiter von den Seenotrettern oder vom Helikopter gerettet werden musste? Über mein Self-Rescue. Im Zweifelsfall, falls irgendwas schief gegangen ist, das erste, was ich natürlich mache, meinen Kite auslösen. Während ich mit der Safety-Leash daran verbunden bin natürlich, ausgezeichnet. Jetzt habe ich hier meinen Assistent Philipp, der kann die Bar einmal vorziehen. Dankeschön. Und jetzt sehe ich ihn hier mit meiner Safety-Leash nur noch an der Fangleine befestigt. Mein Kite ist völlig gedepowered, der befindet sich in der Safety-Position, fällt vom Himmel, treibt auf dem Wasser. Im günstigsten Fall fällt er auf die Front-Tube. Manchmal kann es natürlich sein, dass er auf das Tuch fällt. Hat den Nachteil, jedes Mal, wenn er aufs Tuch fällt, ist er noch angreifbar für den Wind. Ich habe permanent ihre Rissen zu. Ich möchte jetzt natürlich zu meinem Kite kommen. Warum? Ein Kite ist für mich eine super Auftriebshilfe. Ich gehe mal davon aus, ich bin ein schlechter Schwimmer. Ich weiß nicht, ob ich gesehen werde, ob mich jemand wahrgenommen hat. Ich verschaffe mir jetzt also Zeit, komme zu meinem Kite. Im besten Fall kann ich damit zurückschwimmen. Im allerbesten Fall schütze ich mich erstmal vor Unterkühlung und Unterschöpfung. Was ist das Problem? Das Mismatch, was ich sehr, sehr häufig beobachte und sehe, da ich schon viele Selbstrettungen oder viele Kiter mit versuchter Selbstrettung retten musste. Die Leine. 24 Meter. Leinenfeld, Leinenfeld liegen vor mir, bis ich sicher zu meinem Kite gekommen bin. Es ist kein probates Mittel, einfach auf den Kite zuzuschwimmen. Wir hatten erst vor kurzem einen Fall. Ein Mann, der ist in Panik geraten, hat sich verzweifelt versucht, an seinen Kite zu kämpfen, hat sich komplett in den Leinen verheddert und als er am Kite ankam, konnte er sich gerade noch mit dem Kopf Oberwasser halten, weil er komplett eingefesselt war. Den ersten Step, den ich mache, ich ziehe mich an der Safety Line zu meiner Bar hin ran. Was ist gerade passiert? Ich habe die Leine natürlich im Wasser abgelegt. Ich muss ja irgendwie an meine Bar kommen. Was ist mit meiner Safety Line? Oder mit meiner Safety Leash? Meine Safety Leash hat einen schweren Karabiner. Im Wasser wird dieser Karabiner immer nach unten sinken. Und was sehe ich jetzt schon? Mit Strömung, mit Wellengang, mit starkem Wind laufe ich Gefahr, mit meinen Gliedmaßen, mit den Beinen schon bereits in meine Safety Line zu geraten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich davor zu bewahren. Wird die Safety Line mit hoch beim Ranziehen, damit die Safety Line Oberwasser treibt und mit der Strömung, mit dem Wind von euch weggedrückt wird. Ist die Safety Leash mal zu kurz? Ist einfach ein probates Mittel, klingt ein bisschen verrückt, aber ich mache das ganz gern. Also erst recht bei Starkwind oder bei Welle, wo ich Gefahr drohe, mit den Gliedmaßen in die Line zu kommen. Ich gehe tauchen. Nicht sprichwörtlich, aber ich lehne mich nach vorn, nehme die Beine nach hinten, Oberwasser, Kopf unter Wasser, Augen auf. Dann sehe ich auch meine Safety Line die ganze Zeit. Hab Orientierung und kann zuordnen, wo sie sich gerade befindet. Und im besten Fall immer außerhalb meiner Gegend. Wenn ich an der Bar angekommen bin, besteht euer Sicherheitsprinzip daraus, dass ihr von vier Leinen, die auf Spannung sind, nur noch an der Fangleine, an der Safety Line fest. Nur noch eine Leine ist auf Spannung. Mein Kite ist völlig drucklos. Damit dieses Prinzip beibehalten bleibt, während ich mich versuche, an meinen Kite zu kämpfen, muss ich also meine Safety Line einmal komplett einwickeln. Im besten Fall meinen Barholm. Ich kann nur empfehlen, macht das so, dass die Flotte oder zumindest ein Flotte mit eingewickelt wird. Denn alles, was kompakt an eurer Bar hängt, meinetwegen auch noch den Tampen von Airwash, das Adjuster-System, desto weniger
länger lauft ihr Gefahr, dass die Leine irgendwie nochmal von irgendeinem Punkt eurer Bar mit eingesammelt wird. Achtet auch darauf beim Aufwickeln, ganz häufig habe ich das erlebt, dass die Safety Line irgendwo noch um den Trapezhaken geht. Gibt euch später nicht mehr die Möglichkeit, flexibel oder frei agieren zu können, wenn ihr zu eurem Kite gekommen seid. Aufwickeln. Manchmal löst man das Problem, damit die Leine nicht von allein wieder runterspringt, mit einem halben Schlag um den Barholm. Jetzt habe ich Reibungswiderstand, die Leine rutscht nicht mehr runter, hält bombenfest, Punkt. Jetzt habe ich die Bahn in meiner Hand. Nur eine Leine ist auf Spannung, die anderen Leinen sind spannungslos. Wo liegt der Krux? Naja, ganz häufig habe ich das bei Schülern einfach erlebt. Die fangen erstmal an, die Leinen, die nicht unter Spannung stehen, als erstes aufzuwickeln, damit wieder Ordnung reinkommt. Macht gar keinen Sinn. Warum? Dann bringe ich ja alle vier Leinen wieder auf gleichen Spannungszustand. Der Kite fängt wieder Druck. Ich habe meinen Kite noch nicht erreicht, bin vielleicht auf halber Strecke und schon zieht er mich wieder, richtet sich in den Wind aus und dann habe ich ein starkes Problem. Also zu Beginn alle Leinen sofort schnappen und anfangen aufzuwickeln. Worauf ist zu achten, dass wenn ich aufwickeln möchte? Ich nehme die offene Hand, umfasse meine Leinen und bin jederzeit bereit, dass wenn der Kite nochmal abhebt, weil er gerade auf dem Tuch liegt, natürlich Wind fängt und Druck, also Druck bekommen kann, mich zieht, die Hand wieder zu öffnen. Um Gottes Willen bloß nicht den machen. Und dann habe ich exakt mit einer Hand 5 Selbstrettung. Dann ist das Thema durch, weil die Finger ab sind. So, es sieht jetzt ganz einfach aus, sich natürlich die Leine oder den Kite ranzuziehen, funktioniert in der Realität nicht. Bei Wellengang, bei starkem Wind, habe ich immer noch so viel Restzug im Kite, trotz ausgelöstem Zustand, dass ich natürlich versuche, so effektiv und so effizient wie möglich zu arbeiten. Im Zweifelsfall muss ich ja noch schwimmen, also will ich keine Kraft verschwenden. Wenn ich damals in der Schule gut aufgepasst habe, dann habe ich auch zumindest was von Hebelwirkung, von der Physik gehört. Die mache ich mir zunutze. Ich habe immer noch mein Trapez an. Ich nehme die Bar, den Barholm, lege den einfach auf meinen Trapezhaken. Jetzt achte ich darauf, dass die Leinen oberhalb meiner Bar langlaufen. Und jetzt kann ich mit Hebelwirkung den Kite immer mehr zu mir ranziehen, wieder runterlegen, die Bar eintauchen, die Leinen wieder oben überhalb meines Barholms legen. Zack. So kämpfe ich mich immer mehr effektiv, energiesparend zum Kite. Ja, ist so schön gewusst, wie ich spart Energie. Gut, am Kite angekommen, sichere ich die Leine einmal wieder mit einem halben Schlag. Achtet darauf, euch nicht komplett an den Kite ranzuziehen. Ihr braucht noch ein bisschen Aktionsradius. Beendet das Szenario ungefähr 1,5 Meter vor dem Kite, damit ihr den auch drehen, wenden könnt. Und jetzt stellt sich die Frage, in welcher Situation befinde ich mich? Welche Option habe ich? Wie wahrscheinlich wird mich jetzt meine Lösung retten oder zum Ziel führen? Ich unterscheide mal darin, im Zweifelsfall, wie gut, wie weit kann ich schwimmen? Wie viel Energie habe ich noch? Hat man mich vielleicht im besten Fall schon gesehen und die Seenotretter gerufen? Oder kommt irgendwie ein Fischerboot um die Ecke oder ein anderes Boot? Oder muss ich mich darauf einstellen, gar nicht gesehen worden zu sein? Die Strecke auch nicht mehr schwimmen zu können, dann sage ich, okay, dann verschaffe ich mir einfach nur Zeit. Ich verschaffe mir Zeit, wovor? Vor Unterkühlung, Unterschöpfung. Die drei Szenarien letztendlich am Kite bestehen aus folgenden Aspekten. Ich kann mir einen Kite als Rettungsinsel nehmen, mich einfach meinen Kite legen, noch besser auf die Fronttube setzen, der Oberkörper kommt über Wasser, ich werde vor Unterkühlung geschützt. Und dann ist wichtig, damit ich überhaupt gefunden werde, lass den Kite im aufgepumpten Zustand. Als Rettungsinsel ist er sofort sichtbar, für jeden ersichtlich, für Seenotretter, für Besucher am Strand, für Helikopter. Wir hatten erst vor kurzem das Problem in Altenteil. Ich habe auch mit der Person gesprochen, die betroffen war. Sie hat das Self-Rescue souverän eingeleitet, aber die falsche Entscheidung getroffen. Ihm war vornherein klar, dass er die Strecke nicht schwimmen kann, aber dennoch hat er seinen Kite kompakt zusammengebaut als Rettungspaket. Und hatte dann den Nachteil, der Helikopter hat ihn aus der Luft nicht mehr sehen können. Warum? Er hat natürlich die maximale Angriffsfläche oder Sichtfläche seines Kites von 12 Quadratmeter reduziert, auf ein Minimum sich darauf gesetzt. Er selber einen schwarzen Neoprenanzug an, keine Signalfarm, nichts, gar nichts. Und kurz vor Einsetzen der Dämmerung hat man dann versucht, ihn zu finden. War natürlich wahnsinnig erschwert.
Wenn ich der Meinung bin, ich kann die Strecke schwimmen, dann ist es noch effektiver, sich nicht in seinen Kai zu legen und einfach loszuschwimmen, sondern sich ein Rettungspaket zu binden. Da wissen wir, in der Regel die neuen und die moderneren Kites, die haben One-Pump-System, die haben Front-Tube und Quer-Struts oder Middle-Struts. Ich habe da Verbindungsschläuche, ich habe Krokodilklemmen. Dafür sind die Krokodilklemmen da. Ich klemme oder ich isoliere die Middle-Struts oder überhaupt die Struts von meiner Front-Tube, klemme die Verbindungsschläuche ab, lasse Luft aus der Front-Tube raus, roll das von einem Tipp zum anderen auf und dann ist der Clou, ich nehme mein Trapez, ziehe das aus, wicke das um meinen Kite, ziehe das wieder fest, dann habe ich ein kompaktes Rettungspaket. Wenn ich in der Zeit gefunden wurde von den Seenotrettern von einem Boot, optimal, ohne dass derjenige, der Kapitän oder die Hilfe meinen Kite beschädigen, weil es ja auch wahnsinnig viel Geld kostet, kann ich einfach im Trapezhaken das Rettungspaket ihm zureichen. Er kann es über die Reling einfach ins Boot legen, mich reinholen, alles gut. Wieder ich habe schon genommen, noch das Material hat schon genommen. Hat den weiteren Vorteil, wenn ihr damit schwimmen wollt, ihr seid einfach ja, hydrodynamischer unterwegs. Warum? Ihr habt weniger Angriffsfläche, weniger Wasserwiderstand. Ihr habt einen Auftriebskörper wie ein Wellenreiterboard, da könnt ihr euch rauflegen und damit beiden Händen paddeln. Die andere Option, je nach Windrichtung, macht es manchmal auch Sinn, je nachdem wer seinen Kite schon mal ein bisschen genauer angeschaut hat. Ihr habt in den Tipps, habt ihr Haltegriffe. Die sind nicht zum Tragen des Kites da, sondern für die Selbstrettung. Ihr könnt einen Kite, wenn ihr euch auf dem befindet, euch auf eine Seite des Tipps legen, euch über das Bridle-System, über die Front-Tube zum anderen Tipp hinkämpfen, es zu euch ranziehen, in den Haltegriff greifen und jetzt spannt ihr euch selber ein Segel. Haltet dieses Segel in den Wind und ihr driftet davon. Macht natürlich nur bei auflandigem Wind Sinn oder bei schräg auflandigem Wind. Ich kann ja nur dahin segeln, wo ich auch sicheres Ufer habe oder zumindest Stierrevier. Eurerseits erst einmal Fragen dazu. Wie kann ich mich davor bewahren? Natürlich, ich nehme nicht ohne Grund. Die meisten Kites, die haben auffällige Farben. Das sind richtige Eyecatcher. Wir haben da hinten liegen knallig orange in rot. Reach. Genau, die dritte Variante. Auch knallig rot. Das Ganze hat nicht nur einen Style-Faktor, natürlich auch einen Sicherheitsaspekt. Wenn ich weit draußen unterwegs sein möchte, gerade als Foiler oder als ambitionierter Waveboarder, da macht es durchaus Sinn. Kopfbedeckung, knallig grün, neongrün. Es gibt verschiedene Beanies, es gibt auch verschiedene Hoodies, es gibt auch verschiedene Neoprenanzüge, die einfach Signalfarben tragen. Verschafft euch einfach unglaublich die Möglichkeit, rechtzeitig gesehen zu werden. Und dann natürlich eiserne Regel, habe ich auch nicht immer beherzigt. Geht nicht allein aufs Wasser oder gibt zumindest jemanden Bescheid, wenn ihr aufs Wasser geht. Damit euch immer jemand im Auge behält und im Zweifelsfall die Seenotretter aufrufen kann. Ansonsten bleibt safe.